Beide sind WM erfahren. Kommerin 90 waren sie dabei. Keine Hammergruppe geben wird, dass es keine schwache Gruppe geben wird, dass es sicherlich Unterschiede geben wird, das ist klar. Also wenn ich mal jetzt da so, wenn Sie interessiert, so die 8 Gruppen durchgehe, dann bin ich mal so, wenn ich da schnell drüber schaue, so die Argentinien-Gruppe, denke ich, ist sicherlich eine etwas schwierigere als zum Beispiel unsere Gruppe. Gruppe A hätte sicherlich auch schwieriger sein können, ohne jetzt irgendjemanden abzuwerten oder dass man anfängt, irgendjemanden zu unterschätzen. Das denke ich, das steht uns auch gar nicht zu. Die Argentinien-Gruppe würde ich vielleicht höher einschätzen. Dann die Italien-Gruppe, also die schätze ich auch höher ein als vielleicht die anderen. Aber ansonsten ist es doch sehr gemischt und sehr ausgewogen. Dafür hat ja schon die FIFA gesorgt mit den Töpfen, dass da also keine großen, so ganz schwierige Gruppen entstehen können oder auch ganz schwache Gruppen entstehen können. Also ich würde mal sagen, dass alles so im Großen und Ganzen sehr ausgewogen und sehr gemischt ist. I think it's better to start not against Sweden. I didn't want to do that, so I'm happy with the draw. It's a better draw than it was in the last World Cup. Well, for Serbia, it's very difficult, you know. The Serbia I play against Cote d'Ivoire, Holland, and Argentina. This is group tougher than the other group. Eu acho que enfrentar pelo menos o Brasil na primeira fase é melhor do que depois, que um dos dois tem que ser eliminado. Eu acho que a gente só cresce quando enfrenta os grandes. Eu espero poder chegar já no jogo contra o Brasil numa ótima condição. O africano contra Irã, contra Portugal, sobretudo, eu acho que é um grupo parejo e que temos que ganhar partido a partido. Dass alle Gruppen sehr ausgewogen sind. Ja, also lösbar auf alle Fälle. Also nicht allzu schwere Gegner und ich glaube schon, dass das machbar ist. Also ich glaube schon, dass da Deutschland und Polen weiterkommen wird. Deutschland, denke ich, ist nicht so starke Mannschaft wie Brasilien oder Argentinien. So, ich denke, dass wir Polen kann etwas kriegen. Vielleicht werden wir zweiten Platz in der Gruppe haben. Deutschland, 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 Deutschland.